das hat man schon in der letzten Saison gesehen und auch im Umschalten von Abwehr in den Angriff. Das haben sie letztes Jahr besser gemacht. Oh, aber jetzt sind sie völlig schlecht. Verliert die Hamburger und das ist ja zwangsläufig. Das Tor muss ja kommen. Also da ist die ganze rechte Hamburger Abwehrseite. Ja, völlig, da waren sie total ungeordnet. Aber vorher schon. Es ging jetzt schneller und schneller und da kriegten sie sie ans Laufen. Kevin Großkreutz schießt also den ersten Treffer. Aber schauen Sie mal, wie das aussieht. Ja, 4 gegen 2 und völlig frei, die rechte Absatz. Seite ist vollkommen frei. So, und Jürgen Klopp um ein paar Pfunde leichter. Götze. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, das ist ja Riesenfußball. Was war denn das für eine Sommerpause? Die sind ja noch besser geworden. Und die Hamburger lassen es natürlich zu. Ja, also es können immer zwei dazu. Also Kompliment an die Dortmunder, die wirklich hervorragend spielen. Aber bei dieser Abwehr. Lewandowski, Götze. Und keiner, Götze spielt und der andere geht nicht mit. Das ist ja Wahnsinn. Und Lewandowski mit der Hacke. So. Und ein 19-Jähriger guckt in aller Entspanntheit den Profi aus. Ja, da hat er noch viel Arbeit vor sich, der Michael Wenning. Bis das funktioniert. Halbe Stunde rum, gleich Borussia Dortmund führt mit 2:0, führt absolut. Einen Spaß wollen sie sich machen. Bender mit Götze, großartig. Wieder Gott. Trockni, der tut mir jetzt richtig leid, das ist das ärmste Schwein. Jetzt hält er den Ball auch noch, aber der Spaß geht ja munter weiter. So, keine 3 Minuten hat es gebraucht. 48 und ich glaube am Ende Großkreutz. Aber da drüben, da lassen sie den Hamburger, der Außenverteidiger, völlig allein und dann mit 2 Doppelpässen. Bleib einfach stehen. Großkreutz. Also das ist haarsträubend. Sie scheinen aus der ersten Halbzeit nichts gelernt zu haben, Hamburger. Geh gar nicht in den Zweikampf, bleib einfach stehen. Und ich glaube, das wäre ein Eigentor gewesen. Ich denke, Hummels war da dran und jetzt ist er drin. Und er war abgepfiffen. Nee, Tor. Naja, vielleicht geht doch noch was. Das sollte nicht so voreilig sein. Tesche macht am Ende den Treffer und wer geht da mit dem Kopf hin? Nee, doch nicht. War ein Hamburger, Jansen. Und dann auf der Linie geklärt und dann gucken die Dortmunder ein bisschen zu. Kagawa rettet auf der Linie. Und dann Teschel.